Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Lara in der Türkei geht die Vorbereitung der Veilchen nun in die Schlussphase. Das Trainingslager war top, wir haben perfekte Bedingungen vorgefunden, Hotel war super, Wetter hat auch mitgespielt, also wir sind jetzt wieder sehr gut vorbereitet. Angefangen von den Plätzen, über das Hotel hat alles perfekt gepasst und wir haben auch sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt und so war es alles in allem ein sehr, sehr gutes Trainingslager. Ich denke, viele Tugenden haben wir schon gezeigt im Herbst und wir müssen da einfach ansetzen, wo wir aufgehört haben. Und ich denke, jetzt haben wir noch den Bader dazu bekommen, eine weitere Option, was uns sicher noch unberechenbarer macht. Wir freuen uns alle, dass er hier ist und ich denke, wenn wir in dieser Zusammenhalt, wie er im Herbst da war, wenn das so weitergeht, dann sind wir auf einem guten Weg, denke ich. Wir sind schon wieder sehr, sehr froh, dass es bald schon losgeht, weil wir wollen wieder in diesen Rhythmus reinfinden, wie wir einfach aufgehört haben und einfach wieder so schnell wie möglich probieren, irgendeine Serie anzureißen. Stichwort Rhythmus reinkommen. Ihr habt im Trainingslager kein Tor geschossen. Ist das etwas, was euch Sorgen macht oder war das in Ordnung? Ich denke, man darf einfach diese Vorbereitungsspiele nicht allzu überbewerten. Wir sollten sie einfach sehen wie eine normale Trainingseinheit, natürlich mit einem körperlichen Reiz. Wir hätten uns natürlich auch gewünscht, dass das eine oder andere Tor auch für uns fällt, aber das werden wir dann in der Liga nachholen. Ja, man muss das immer richtig einordnen. Ich denke, im ersten Moment ist schon bitter, wenn man kein Tor erzielt, weil man die Spiele ja gewinnen will. Aber wir haben sehr viel gearbeitet im Trainingslager. Man hat am Ende auch gemerkt, dass wir schon müde sind, dass uns die Spritzigkeit fehlt. Und im Großen und Ganzen dürfen wir das jetzt meiner Meinung nach auch nicht überbewerten, weil wir wissen, was wir können. Und schlussendlich zählt es dann, wenn es wieder losgeht. Der große Pechvogel heißt aktuell Thomas Simkovic. Er verletzte sich im Trainingslager und musste vorzeitig abreisen. Ja, es ist durch einen harten Boden, also beim Kunstrasen und auch durch die Kunstrasenschuhe wahrscheinlich ist das Knie bei mir ein bisschen entzündet jetzt mittlerweile. Und jetzt müssen wir schauen, dass die Entzündung wegkommt. Und ja, also es ist ein bisschen langwierig dadurch, weil ich eben weiter trainiert habe eine Zeit lang. Und jetzt muss ich schauen, dass die Entzündung wirklich wegkommt. Und dann wird das schon. Auch wenn es noch keinen konkreten Zeitpunkt für seine Rückkehr gibt, zeigt er sich dennoch optimistisch. Also ich habe jetzt noch keine Laufeinheiten gemacht diese Woche. Wir wollten die Intensität wirklich niedrig halten, dass wir die Entzündung wegbekommen. Und jetzt schauen wir, wie sich es entwickelt die nächste Woche. Also ich will jetzt langsam zum Laufen beginnen und dann muss ich schauen, dass ich das Ganze nachhole. Also es hilft nichts und jetzt werde ich dann wieder voll angreifen im Frühjahr. Auch wenn nicht klar ist, wann Thomas Simkovic in die Mannschaft zurückkehren wird, klar ist, was die Veilchen im Frühjahr erreichen wollen. Wenn wir nicht dahinter stehen, sondern nur die Fans und das ganze Umfeld, dann wird es zu wenig sein, dass wir jetzt etwas Großes holen. Aber natürlich wollen wir heute, also dieses Jahr, was Spezielles erreichen und das sprechen wir dann auch natürlich offen aus.